Heute hörst du wieder eine Talkfolge und zwar mit Burak Kallmann, dem Host des Gehaltsbooster-Podcasts. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Erfolg beginnt im Kopf. So weit, so klar. Aber jetzt kommt's. Ein super Gehalt beginnt auch im Kopf. Und zwar nicht im Kopf deines Chefs, sondern in deinem eigenen. Es freut mich besonders, dass ich heute zu diesem Thema den Top-Podcaster zu dieser Geschichte zu Gast habe, Burak Kallmann, Host des Gehaltsbooster-Podcasts. Burak hat bereits, weiß ich nicht, wie viele Menschen durch seinen Blog, seinen Podcast, seine Seminare und Events zu mehr Gehalt verholfen. Er weiß also genau, wovon er spricht, wie man Karriere macht, wie man mehr Geld verdient und vielleicht sogar ein glücklicheres Leben führt. Burak, herzlich willkommen zum Natch Leadership Podcast. Hallo liebe Anja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt ein bisschen was über dich erzählt. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Sprichst du aus eigener Erfahrung? Ja, sehr wohl. Also ursprünglich in ein paar einfachen Sätzen mal das ganze Thema aufgerollt. Habe ich mal angefangen, eine Werkzeugmechaniker-Ausbildung zu absolvieren. Das habe ich dann auch getan und danach dort auch gearbeitet. Und in dieser Zeit habe ich eigentlich sehr schnell festgestellt, dass das, was man mir eigentlich immer versprochen hat, in der Praxis nicht funktioniert. Und zwar, dass wenn ich eine gute Arbeit mache, durchwegs, ja, dass dann das sich letzten Endes immer auszahlt, irgendjemand wird sich schon bei mir bedanken, etc. pp. Mhm. Ich musste dann immer sehen, jetzt wäre ich eigentlich rein fachlich, rein von den Leistungen, von dem, was ich kann, eigentlich der ideale Mann für den Job, der beispielsweise ausgeschrieben wurde. Dann hat es ein anderer bekommen, das ist dann ein zweites Mal passiert und bei der Gehaltsverhandlung hat es auch nicht funktioniert, dass ich mich alleine auf meine Arbeit berufen habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, irgendwas ist doch hier faul. Ja. Mhm. Wenn ich mir die Leute angeschaut habe, die dann stattdessen bevorzugt wurden, dann ist mir ganz schnell aufgefallen, die hatten eine Sache gemeinsam, die konnten sich auch gut verkaufen. Mhm. Und das Thema dafür habe ich mich interessiert, habe dann geschaut, was mache ich da falsch, habe mich da exzessiv mit allem, was dazugehört, beschäftigt, ob Rhetorik, ob Körpersprache, ob Kommunikation etc. pp. Und das hat dann sich relativ schnell ausbezahlt, sodass ich einmal selber binnen kürzester Zeit, du weißt, was ich mittlerweile tue, dass ich selber Führungskraft im Konzernumfeld bin, dementsprechend natürlich auch im Gehalt sich damit mitentwickelt hat und gleichzeitig hat sich das in meinem Umfeld eigentlich eher herumgesprochen, dass die Menschen gesehen haben, wie kann das jetzt sein? Der Burak war doch vor ein paar Jahren noch Werkzeugmechaniker. Burak, wie geht das? Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass ein Podcast daraus geworden ist, etc. pp. Und das ist so mal die Kurzvariante. Mhm. Hast ein bisschen meine nächste Frage schon vorweggenommen, nämlich warum verdienen manche Menschen mehr und andere weniger, obwohl sie das Gleiche leisten? Magst du da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen? Ja, also das ist im Prinzip, sind es meiner Meinung nach, das habe ich selber gemerkt und ganz stark damit gekämpft, die Glaubenssätze, die wir ja von unserer Erziehung heraus etc. sich bei uns festgesetzt haben. Das heißt, diese Dinge wie, ja, wie gesagt, gute Arbeit zahlt sich aus, fall nicht auf und sei froh, dass du einen Job hast, etc. Ja, das sind so die Themen, die uns von unseren Eltern, Umfeld etc. beigebracht worden sind, auch ohne jetzt irgendwelche negativen Hintergedanken, weil man das damals vielleicht nicht besser wusste.
Und das sind eben Dinge, die funktionieren im privaten Umfeld vermutlich sehr gut, aber im Business-Kontext eben leider nicht. Mhm. Ja. Das ist so das Erste gewesen. Das heißt, im Prinzip habe ich gemerkt, okay, eigentlich will ich mehr Geld, mhm, beispielsweise, aber ich, bei dem Gedanken, meinen Chef darauf anzusprechen, wird mir übel. Mhm. Und das sind genau dann die Situationen, wo unsere Glaubenssätze eingreifen, ja, wo wir eben, wo, ich sage mal, die Emotionen mit der geplanten Handlung in Konflikt geraten. Mhm. Mhm. Das war so das Erste, und vor allem habe ich dann gesehen, hey, es sind sehr oft gerade die Menschen, die wirklich fachlich total fleißig sind, die wirklich sich auf gut Schwäbisch einen abschaffen, mhm, die am meisten mit diesem Problem zu kämpfen haben. Ja. Und für mich war dann im Prinzip die Überlegung zu sagen, hey, einer bin, der extrem fleißig ist und das dann auch noch entsprechend verkaufen ist bei uns immer so negativ behaftet, aber das ist im Prinzip nichts anderes als verkaufen. Wenn ich das kombiniere, dann müsste doch das die, das Nonplusultra sein, und das hat sich im Prinzip dann bestätigt. Und gerade merkst du ja auch, allein das Wort verkaufen, ja, mhm, das tut ja bei uns oder bei vielen Menschen so direkt mal negative Emotionen auslösen, ja, dass man denkt, oh, verkaufen, warum muss ich mich jetzt auch noch verkaufen? Ich habe studiert, ich habe dies, das gemacht. Das Problem ist eben, dass diese Dinge, die ich kann, die sind ja von außen nicht ohne weiteres sichtbar. Mhm. Und mhm, im schlimmsten Fall passiert genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass mir passiert ist. Ich bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hey Chef, pass auf, ich kann das, dies, habe dies gemacht, und der war total verwundert. Mhm. Der hat es nie wahrgenommen. Mhm. Der meinte, Burak, okay, das bin ich offen gesagt überrascht, das habe ich so noch nie gesehen. Ja. Weil ich eben gedacht habe, okay, ich muss es eigentlich nur vor mich hin arbeiten, die Ergebnisse produzieren, und dann habe ich festgestellt, nee, solange es keiner sieht und vor allem der Chef nicht sieht, ist es leider nichts wert. Und das ist so eigentlich das maßgebliche Problem von den meisten. Ja, ja, es ist ein bisschen so wie dieser philosophische Ansatz, ne? Wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da, der es hören kann, macht es dann ein Geräusch, ne? Ja, genau. Ja, sehr gut. Also so, das ist, ja, das ist so. Ich finde, du hast eine Sache gesagt, da bin ich ein bisschen dran hängen geblieben. Glaubenssätze, die privat gut funktionieren, im Business aber nicht. Kann ich denn Glaubenssätze zweiteilen? Ich muss mir im Prinzip so ein Bewusstsein dafür überhaupt schaffen, ja. Mhm. Weil die meisten, die haben sich mit dem Thema Glaubenssätze ohnehin noch nie beschäftigt. Das geht auch so ein bisschen mit den Themen Werten einher. Mhm. Du hast ja auch gesagt, ja, dass die Top 3 Werte, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen, mhm, dass du das eigentlich voraussetzt. So sehe ich das auch. Ich hatte jetzt in meinem eigenen Seminar eine Übung gemacht. Da habe ich wirklich die Leute fast eine ganze Stunde mit Übungen dazu gebracht und im Nachgang eine andere Übung gemacht, wo, um da die Brücke zu schlagen, und selbst da eine halbe Stunde später war das alles wieder weg. Ja. Das, wenn ich erstmal weiß, okay, eigentlich beispielsweise jetzt bei mir, wenn wir jetzt bei dem Thema Bescheidenheit bleiben, weil, mhm, das ist ja oft so eine große Überschrift, wo in das Thema mit einfließt. Mhm. Ich will ja bescheiden sein, also ich persönlich versuche in meinem privaten Umfeld sehr, sehr bescheiden zu sein. Ich denke, das gelingt mir auch sehr gut. Aber eben dann zu sagen, okay, Bescheidenheit, ja, das ist ein Thema, das im Privaten möchte ich das nach wie vor weiterverfolgen. Aber ich merke oder ich weiß jetzt aus dem, was ich gelernt habe, vielleicht auch, dass das eben im Business-Kontext mir nicht hilft. Ja. Dass da eben diese Unterscheidung zu machen, und das setzt, um die überhaupt machen zu können, so wie du sagst, ist es erstmal notwendig, sich das eben bewusst zu machen. Mhm. Was ist mir denn überhaupt wichtig? Welche Werte möchte ich leben? Mhm. Dann kann ich erst sagen, okay, komme ich denn in einen Konflikt bei mir zum Beispiel innerlich zu sagen, ja, ich bin eigentlich, grundsätzlich möchte ich bescheiden sein, aber dann auf der Arbeit, da hilft es mir nicht. Daher habe ich zum Beispiel für mich selber mir das so das Commitment gegeben, ich kann bescheiden trotzdem sein in meinem privaten Umfeld, und das andere hilft mir vielleicht sogar dabei. Ja? Beispielsweise, wenn ich jetzt durch die Themen, die ich auf der Arbeit dann erreiche, unter anderem auch, nennt man das Kind beim Namen, vielleicht mehr Geld verdiene, kann, mhm, ich
selber damit auch viel mehr anderen Menschen helfen etc. Ja, und persönlich nach wie vor bescheiden bleiben, weil ich, und so bin ich nämlich auch, nicht immer das teuerste Auto brauche, nicht immer die teuerste Uhr brauche etc. pp. Ja, verstehe ich. Es gibt ja auch verschiedene, es gibt ja auch verschiedene Arten von Bescheidenheit, ne? Also so bescheiden zu sein in seinem eigenen Auftritt oder ne, so wie man sich nach außen gibt. Das ist ja eine Art von Bescheidenheit. Ob das sein muss oder nicht, ist vielleicht auch situativ bedingt. Aber so eine Bescheidenheit zu Hause, dass man sich auf das Nötigste beschränkt, das ist ja noch wieder was ganz anderes. Ne? So, dann machen wir wahrscheinlich diesen Wert Bescheidenheit viel zu groß, oder? Ja, du warst jetzt im letzten Satz. Und teilweise habe ich dich da nicht ganz verstanden. Da warst du kurz weg. Ah, okay. Ich hatte gesagt, dass dieser Wert Bescheidenheit ja auch ganz groß ist und ja in viele verschiedene Unterkategorien eigentlich geteilt werden kann. Dass wir, absolut, ja. Ne, dass wir dann sagen, okay, wir machen diesen Wert einfach viel zu groß und lassen den in Bereiche abstrahlen, wo er gar nicht hingehört. Ja, definitiv. Das hast du sehr gut noch ergänzt. Sehe ich genauso, ja. Ja. Ist denn ein gutes Gehalt nur sich selbst verkaufen oder gehört noch was anderes dazu? Ja, also definitiv nicht. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich muss mich selber hin und wieder rechtfertigen. Ja, sich gut verkaufen, da bin ich selber so ein bisschen teilweise verblindet, weil ich setze Dinge voraus, die vielleicht nicht immer selbstverständlich sind, von mir selbst ausgehen. Das ist ja auch so ein Denkfehler, den wir Menschen haben, weil ich habe es ja teilweise angerissen, für mich ist eigentlich die Grundvoraussetzung, eben die gute Arbeit zu tun. Mhm. Selbst gute Arbeit alleine, und da war der eine oder andere auch überrascht, weil ich gesagt habe, das ist kein Argument für höheres Gehalt, weil dafür werde ich bezahlt. Ja. Ja. Wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagt, Burak, ich will mein Gehalt, ich mache eine super Arbeit. Ja, das wird aber bei aller Liebe auch von dir erwartet. Mhm. Und wenn du mir jetzt noch erklären kannst, warum du darüber hinaus noch mehr Gehalt bekommen solltest, was du darüber hinaus noch geschafft hast, dann bin ich bereit, mit dir zu diskutieren. Das ist mein Ansatz und so versuche ich das seit Jahren zu machen und es gelingt mir auch sehr gut. Mhm. Das heißt, ich sage immer, hey, erstmal an der Basis, das heißt Leistungen über 100% abzuliefern und das ganze Thema, was ich dann noch jetzt ausgeführt habe mit sich selbst verkaufen, das hilft eigentlich nur, um diese Dinge eben auch dem Chef oder dem Umfeld zu zeigen, damit es nicht umsonst war. Und das führt dann dazu, dass ich mich dann später eben leichter tue, wenn es dann tatsächlich um die Kohle geht, auf gut Schwäbisch. Ja, ja. Ja, ganz spannend. Du hast gerade gesagt, okay, ne, so ein guter Job, das ist ja wohl die Voraussetzung. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und wenn du mir das erklären kannst, was gibst du den Leuten damit? Hast du mal so ein Beispiel, was man da machen kann? Weil die Leute, sag ich mal, gehen ja davon aus, okay, sie machen einen guten Job. Was wäre denn so ein Argument? Ja, ein Argument wäre zum Beispiel zu sagen, hey, pass auf, mein Job ist XYZ. Ich habe darüber hinaus noch dies und das. Also was muss ich denn zusätzlich, oder was habe ich zu dem, was ohnehin von mir erwartet wird, beispielsweise auch andere Kollegen bei mir im Umfeld oder in der Abteilung tun, gemacht? Habe ich vielleicht noch geschafft, die eine oder andere Idee zu entwickeln, um die Prozesse zu beschleunigen? Habe ich vielleicht geschafft, ja, mit der einen oder anderen Idee Kosten einzusparen? Habe ich es geschafft, zusätzliche Kundenumsätze zu erwirtschaften oder wie gesagt nochmal durch Verhandlungsgeschick beispielsweise im Einkauf Kosten zu sparen. Also das sind die Dinge, wo ich sage, oder ich habe eine Zielevereinbarung mit meinem Chef und der schreibt mir rein, ja, ich erwarte von dir, dass die Projekte 5% über Plan abgeschlossen werden und ich komme mit 20% daher. Das sind so Dinge, wo ich sage, jawohl, da kann man wirklich dann tatsächlich drüber reden. Das sind Dinge, die gehen über die vereinbarten 100% hinaus. Ah, okay. Ja, ganz spannend. Also das heißt, dann müsste ich ja selber für mich auch mal so ein bisschen Buch führen. Ne? So mal gucken, okay, pass auf, das steht in meiner Zielvereinbarung. Ich will jetzt in diesem Jahr mal einen Gehaltssprung machen. Dann müsste ich darüber hinaus das und das machen und das auch so ein bisschen ja mal für mich notieren, ne? Damit ich im nächsten Gespräch auch ein bisschen Fleisch am Knochen habe, oder? Ja, ganz genau, weil viele sind, also ganz bei meinem ersten Job, da war mein Chef sehr überrascht, da war es genau
dieses Beispiel mit den Projekten, dass er gesagt hat, ja, Herr Kallmann, Sie sind jetzt neu hier, neu Frischingenieur, jetzt machen wir mal hier, hat er mir hingeschrieben, 100% Zielerreichung bei 5% beispielsweise Projektüberschuss. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, okay, und 200%, was muss ich dafür tun? Ja. Da kam er erstmal ins Stottern, dann haben wir da, wie gesagt, die 10% hingeschrieben und am Ende waren es dann die 15% oder 20%. Dann hatte ich natürlich sehr, sehr gute Karten auch später in der im Gehaltsgespräch, weil das war dann nicht mehr groß eine Verhandlung, weil das war schon alles faktisch runtergeschrieben. Ja, aber das ist ja ganz cool, ne? So auch zum Beispiel zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe hier jetzt mein Zielvereinbarungsgespräch und schon mal zu sagen, im Zielvereinbarungsgespräch, ach so, hier, das sind meine 100% Ziele und was machen wir denn, wenn ich so und so viel erreiche? Da schon anzusetzen. Genau, weil da schaffe ich einmal Fakten und zeige auch meine Bereitschaft, weil das ist auch ganz wichtig. Wenn ich von vornherein, das habe ich eigentlich immer getan, signalisiere zu sagen, hey, ich bin eigentlich jemand, der immer versucht, mehr wie 100% auch zu bringen. Ja. So, da bleibe ich auch und da schaffe ich auch ein entsprechendes Priming im Kopf von meinem Chef. Klar. Dass ich dann auch immer im Kopf bleibe und wenn dann eben vielleicht gerade so Aufgaben auch aufpoppen im Tagesgeschäft, dann bin ich meistens auch der Erste, der dann mit diesen größeren Herausforderungen beim Kopf vom Chef dann der einfällt und sagt, ja, damit gehe ich auf den Kallmann, weil der will ja. Ja, verstehe. Und da schaffe ich auch unterbewusst so das Thema beim Chef als Potenzialträger oder Potenzialträger gefällt mir eigentlich ganz gut, diesen Eindruck bei meinem Chef zu erwecken. Ja, und vor allen Dingen dann auch die Sonderaufgaben auch zu kriegen, ne? So nicht da erstmal hinterher hecheln zu müssen, sondern das auch gleich als Erster gefragt zu werden, ne? Ganz genau, ja. Ja, super, cooler Tipp. Wie kann ich denn zum Beispiel als Führungskraft, ich komme mal von der anderen Seite, wie kann ich als Führungskraft dafür sorgen, dass ich die stillen Performer nicht übersehe? Was kann ich selber dafür tun? Wer ist ja so, ne, von einer guten Führungskraft? Es ist ja auch ganz gar nicht so schlecht, wenn die mal losgeht und sagt, hier, pass mal auf, habe ich gesehen. Wie mache ich das denn? Ich würde, also ein Satz vielleicht noch dazu. Ich selber bin ja jetzt nicht noch, sagen wir im Vorfeld besprochen, noch so lange Führungsproblematik momentan noch nicht gehabt, dass ich einen stillen Performer habe, aber wenn ich jetzt einen hätte, dann würde ich schauen, dass ich bewusst den auch irgendwie einbinde in die Themen, wo ich zum Beispiel weiß, okay, zu dem Punkt ist Kollege Meier beispielsweise an für sich sehr kompetent, der würde aber nie von sich aus sich einbringen, dass ich da vielleicht aktiv seine Meinung oder seinen Input zu dem Thema einhole. Dass ich dann sage, hey, Wie ist da deine Meinung dazu? Vielleicht auch mit Wertschätzung. Hey, ich weiß, du bist in dem Thema. Weil mit diesen, das habe ich in meinen Projekten oft gemacht, als ich Projektleiter noch war, mit Teilprojektleitern, wo ich wusste, hey, das sind super kompetente Leute in ihren Fachgebieten. Aber wenn es dann um die Diskussionen geht, hey, wer kriegt hier oder welcher Stakeholder setzt seine Interessen besser durch, dann sind es oft andere Abteilungen, obwohl eben Beispiel Qualitäter hier das Sagen hätte, aber eben sich nicht einbringt aufgrund introvertiert, stille Performer, wie du sie bezeichnet hast. Da habe ich die bewusst echt angespielt, zu sagen, okay, alles verstanden, mir wäre nochmal die Sicht von der Qualität wichtig. Wie seht ihr das als Experten? So, und dann kam dann doch vielleicht der eine oder andere und dann habe ich gemerkt, das machst du einmal, zweimal und du weißt ja auch, wie das ist. Ich kenne das aus dem Public Speaking. Ja, je öfter ich vorne stand, desto mehr hat sich so diese Anspannung reduziert. Und beim dritten Mal bringt er sich dann vielleicht doch schon proaktiv ein. Das heißt, durch diese Erfolge nenne ich das in dem Fall, weil für den ist das vielleicht ein Erfolg, dass er sich da äußern kann, kommt er in so eine Aufwärtsspirale. Es baut sich so ein bisschen Selbstbewusstsein auf und die Leute werden von den stillen Performern vielleicht zu den Performern. Also das heißt, dass ich als Führungskraft auch zusehen sollte, dass ich die Leute auch in den Erfolg bringe. Ja, definitiv. Also du vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Dafür muss ich natürlich auch das Auge entwickeln, als Führungskraft zu sehen. Oh, das ist jemand, der kann was.
Genau, ja. Bloß kriegt er das nie raus, ja, weil ja. Vielleicht introvertiert etc. pp. Dieses Auge brauche ich dann. Mhm. Und dann, wie du beschrieben hast, wenn ich das dann erkenne, dann diese Kollegen aktiv einzubinden. Ja, genau. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, das geht vielen Führungskräften öfter mal verloren, ne? So auch im Tagesgeschäft, klar. Aber das ist echt wichtig, weil das sind ja auch so, ja, sagen wir mal, Leistungsträger, die wir sonst vielleicht ja auch demotivieren, ne? Ja, definitiv. Okay. Das war der erste Teil mit dem Gehaltsbooster-Coach Burak Kalman. Wir fackeln gar nicht lange und gehen gleich in die zweite Hälfte des Interviews. Einfach dranbleiben hier am Match Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zur zweiten Hälfte des Interviews. Bis gleich.